In der Ukraine gibt es jetzt schon seit über 100 Tagen Krieg. Glauben Sie, es gibt ein baldiges Ende? Nein, das glaube ich nicht, nein. Das wird sicher noch länger dauern, ja. Wie glauben Sie denn generell, dass es dort weitergehen wird? Also für die Ukraine hoffe ich, dass es bald eine diplomatische Lösung gibt, dass es einfach aufhört mit dem, mit dem Krieg und der Zerstörung. So wie ich Putin auch aus den Medien jetzt, so wie man es erkennt, wird er nicht aufhören. Wie stehen Sie zu den EU-Sanktionen gegen Russland? Grundsätzlich gut. Es könnte ruhig meiner Meinung nach noch schärfer sein. Natürlich leiden wir auch unter Anführungszeichen. Ich sehe es jetzt als, ich bin in der Mittelschicht, als mein Teil, als mein Beitrag, dass ich halt durch die Teuerungen jetzt halt auch Einsparungen habe. Sieht natürlich bei der anderen, also bei unteren Schichten, denen einkommensschwache Schichten, schaut das natürlich anders aus. Da muss der Staat halt jetzt wieder eingreifen und mehr unterstützen. Ja, ich glaube, das Ende wird es nicht geben, weil der Kleine gibt Ruhe. Aber man hofft halt nicht. Die ganze Welt schaut runter und keiner kann halt was tun und das verstehe ich nicht. Momentan wird ja auch sehr viel über die Neutralität Österreichs diskutiert. Wie stehen Sie dazu? So wie wir es machen, ist es gut. Militärisch neutral, aber moralisch nicht neutral. Also da kann man ruhig einen Standpunkt haben und sagen, so geht's nicht. Wie stehen Sie denn zu den Sanktionen, die es jetzt gibt gegen Russland? Ich bin ja kein Profi. Ich meine, ich hätte ihnen mehr Waffen geben, aber ich kann es nicht. Ich verstehe es ja nicht. Nein, ich weiß ja nicht, ob das was helfen wird. Den Ukrainern? Den Ukrainern, ja. Eine weitere Debatte, die zurzeit aufgekommen ist, ist auch die Neutralität Österreichs. Wie stehen Sie dazu? Ja, das ist schon okay. Also, ich meine, man kann das ja schwer ändern, oder? Ja. Also die Neutralität, die sollte auch bleiben, Ihrer Meinung nach? Ja, meiner Meinung nach wird es das Beste sein. Wie gesagt, ich bin gleich, also ich kenne mich wirklich nicht aus. Es gibt jetzt schon seit über 100 Tagen Krieg in der Ukraine. Glauben Sie, es gibt ein baldiges Ende? Sicher nicht, nein. Nein, glaube ich nicht. Wie lange, glauben Sie denn, wird dieser Krieg noch dauern? Keine Ahnung, aber noch sehr lange. Zu lange, auf jeden Fall. Wie stehen Sie denn zu den EU-Sanktionen, die es gibt gegen Russland? Ich glaube nicht, dass die greifen. Also das ist dem russischen Präsidenten sicher egal. Was kann Österreich oder die EU Ihrer Meinung nach denn machen? Gar nichts. Ist alles wirkungslos. Also es gibt keine Maßnahmen, die wir ergreifen? Die wirken sicher nicht, weil die Maßnahmen schaden nur uns. Ja. Also wir haben kein Gas mehr, alles wird teurer, also es schadet nur uns. Also Sie würden keine Maßnahmen setzen? Nein, es schadet ja nur uns. Eine Frage noch zur Neutralität, die wird momentan diskutiert. Wie stehen Sie dazu? Neutralität, also de facto haben wir ja keine Neutralität. Ja. Die Politiker formulieren es so militärisch neutral, aber nicht wertneutral. Können Sie dem etwas abgewinnen? Nein, sicher nicht. Nein, dem kann ich gar nichts abgewinnen. Also ganz im Allgemeinen. Also die Politik ist halt die Politik. Ja. Von der Sie kein großer Fan sind, wenn ich das richtig raushöre. Ja, ich sag's einfach, Inkompetenz, sonst gar nichts. Eine Frage noch, gibt es Parteien Ihrer Meinung nach, die kompetenter wären als die aktuellen in der Bundesregierung? Nein, weil die kompetenten Menschen gehen nicht in die Politik.